Clubbing! Was geht ab, Leute? Clubbing ist groß, Clubbing ist groß, groß, groß. Schreibt mal in die Kommentare, wie ist bei euch Ostern? Und warum? Und habt ihr schon einen Osterhasen gesehen? Vielleicht zwei Osterhasen. Wir sind wieder ein bisschen bei Game Maniacs und ihr könnt immer noch was bei uns gewinnen. Immer noch. Und zwar diese Tastatur. Es gibt auch andere Tastaturen, aber wir haben diese jetzt hier. Genau. Dieses Mauspad, es gibt auch andere Mauspads. Aber wir haben jetzt dieses Mauspad. Genau, und dieses Headset. Es gibt aber auch andere Headsets. Ja. So. Das könnt ihr, das kann einer von euch gewinnen. Genau. Und zwar, das Ganze könnt, kann einer gewinnen. Und zwar müsst ihr dafür einfach diesen Kanal hier abonnieren. Abonnieren nochmal für die, die es nicht verstanden haben. Und kommentieren mit dem Hashtag Clubbing. Genau. Und umso unter mehr Videos ihr kommentiert, umso höher ist natürlich eure Wahrscheinlichkeit, dass wir euch rauspicken. Und dann irgendwann werden wir das auflösen, das wird dann in einem Video aufgelöst, damit die Person es auch weiß und in die YouTube-Pans guckt. Genau. Weil YouTube-Pans guckt sonst keiner. YouTube-Pans, geht das überhaupt noch? Ja, klar. Aber damals war das noch korrekt. Ja, aber jetzt kriegst du ja nicht mehr angezeigt, wenn du eine Nachricht hast. Richtig. Deswegen, Leute, Abonnent sein, Kommentare schreiben und dann vielleicht einen Preis abstauben. Genau, genau. Und so könnt ihr teilnehmen. Genau. Das war's doch eigentlich schon. Und das, tschüss. Und wir wissen nicht, wie lange das Gewinnspiel dauert. Monat, zwei Wochen, drei Wochen. Mal gucken. Werden wir schon auflösen, ihr werdet schon mitbekommen. Genau. Und dann verlosen wir 1000 Euro in die Xbox auch noch. Vielleicht machen wir das echt, ne? Ja, ne? So, wir haben uns heute überlegt, wir investieren nochmal 500 Euro in Clash Royale. Genau. Weil wir müssen noch besser werden und in Arena 12 kommen, Alter. 12 ist stabil, habe ich gehört. Ja, ich habe gehört, da sind halt echt nur die No-Lifer. Was heißt No-Lifer? Da sind einfach die Investmentbanker drin, Alter. Nein, ich habe gehört, je höher die Arena, desto tiefer der Keller, wo deine Mom drin lebt. Ja, ohne Witz. Und desto geringer der Inhalt deines Portemonnaies. Ja, ist echt so. Ihr lacht, aber das ist wirklich so. Ja, Mann. Es gibt ja da auch auf YouTube das ein oder andere Beispiel, wo ihr mal vorbeischauen könnt, ne? Und dann könnt ihr mal so fragen, hey, wie geht's eigentlich deiner Mutter? Und dann so, ja, keine Ahnung, ich habe dich schon seit 3-4 Jahren nicht mehr gesehen, weil die so deep im Keller ist. Wie Widowmaker. Ja. So, wir gehen jetzt mal hier schön ins Game. Oh ja. Korrekt. Okay. Los geht's. Wir haben keine Truhen zu öffnen. Oh, wir müssen doch jetzt endlich investieren, Mann! Gib Geld, das ich klär Geld das. Muss Gib klär. Das ist ein bisschen laut, ne? Komm, Achraf. Achraf. Oh, der macht Instant-Attackiererei. Willst du den stechen? Ja, ja, ich mag, gib aber jetzt sticht, er zu langsam, nee, jetzt nee, sticht er gar nicht. Nee, pass auf, hier. Dann kommt hier noch ein Backpacker, der Backpacker klärt noch, guck dir das mal an, was wir hier für einen Klärereibedarf geregelt haben. Junge. Aber guck mal, der Typ ist, Alter, der ist Level 5, ne? Ja. Alter, stich, stich, stich! Jawohl, wo ist mein Packer? Ist der down? Der ist gerade down gegangen. Alter, der Turm ist gleich am Arsch. Alter, ist der Typ AFK? Ah, nee, da, Valkyrie. Druck machen. Entschuldigung, Leute. Meinst du, der macht einen Stich? Der macht einen Stich. Der macht einen Stich. Jawolski. Boom, Junge. Luftangriffe kann man machen gegen Bomberman. Boah, ich hab wieder einen Stecher, Bro. Jetzt macht den Stecher gleich rechts. Weißt du warum? Damit der Turm down geht. Oh, oh. Na, es ist nicht so schlimm. Ah, das passt schon. Der hat den viel zu nah positioniert, der Dummkopf. Guck mal, da geht der zweite Turm down. Jetzt machst du einen Backpacker, Alter. Ja, Backpacker. Ah, guck mal, der Ritter regelt vielleicht auch noch. Ja. Lol, das kann man echt sagen, war eh jetzt auf mein Liefer. Und, glaubst du? EZ. War schon super easy, oder? Ja, super easy. Aber leider sind all meine Turmplätze voll, weil meine Mom nicht tief genug im Keller lebt. Ja. Die muss gleich ein bisschen weiter runtergehen. Bisschen Keller Gegner ausbauen. Gegner suchen. Luisa! Luisa! Luisa, ey! Locker sitzt die jetzt da so und nehme ich auseinander. Nächstes Mal nehme ich die übelst auseinander, wenn ich hier sehe. Ich habe eh noch ein Zündchen zu. Oh fuck. Nein. Boah, hier kann man Backpacker, das ist korrekt. Bissle Backpacker. Backpacker ist stark. Bissle Bogenschützen, die kann man auch nochmal investieren.
So, jetzt wird es hier critical bisschen, glaube ich, nämlich. So wie Orbs, oder? Ja. Boah, die haben ein bisschen eine Hexe. Ja, ja, die sind richtig mies, die Hexen. Also, haben wir selber eine Hexe? Nee, ne? Nein, leider nicht. Ich freue dich, Alter. Ja, genau. Wo war das hin, dieser Feuerball? Genau. Alter, Luisa, was mit dir? Lass uns gewinnen. Mal, wo soll ich? Rechts. Stichangriff auf der rechten Seite. Aber der kommt jetzt eh und kontert. Ja, ja, das ist aber kein Thema. Guck mal, weil die nehme ich jetzt alle. Ach, kacke. Bruder, was soll ich machen? Mach Valkyrenfrau, oder? Okay, Musketenfrau. Musketen auf jeden Fall kann man machen für fairen Damage. Und dann kommen. Genau, und dann hier Packer gegen Packer, aber meiner ist näher und wird gewinnen. Was? Was? Sabotage! Ritter. Alter, Luisa ist voll am Hacken. Riese, warte. Ich glaube, der macht deine Bogenschütze. Nein, sauber. Der macht er nicht. Siehst du? Guck mal, wie viel Schaden die bekommen haben, Alter. Ja, das diese war nicht Bomben worth. Sind übelst unfair. Oh, der Riese, ne? Nein, nein, ist kein Thema. Ist kein Thema, Bruder. Sagt er wieder so, aber Luisa nimmt dich gerade auseinander. Luisa, ne? Boah, zum Glück sind die gerade in dem Moment. Ich mache einen Stichangriff auf der rechten Seite. Okay. Bin gespannt. Jawohl, jetzt. Der Stich kommt auf jeden Fall durch. Ja. Vielleicht sogar. Vielleicht. Oh ja, ja, komm. Oh, er ist wütend. Das ist nicht schlecht. Schlecht. Ja, weil der hat nicht damit gerechnet, dass ein Stichangriff von der rechten Seite kommt. Du willst jetzt einen Riesen noch von links machen? Ja, ich muss aber hier erstmal einen Backpacker regeln. Ja, und dann noch einen Riesen dahin, ey. Weil wenn du den Turm hast, ist gut. Aber guck aber mal, der Backpacker. Mal, ja, ja. Guck mal, nein, der Turm hinbekommen. Deswegen, du musst den linken Turm hinbekommen, Bruderzen. Das kriege ich schon hin, keine Sorge. Stich. Nein, Valkyrenfrau. Echt, Valkyrenfrau, egal, egal. Stich. Mach einen Stichangriff Stich jetzt. Los, jetzt. Backpacker, lauf. Ja. Nice, ja. Nice, nice, okay. Nice. Jetzt nur noch deffen. Deffen, 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 Leute. Guck mal, du hast nur 7 Sekunden Zeit, um das zu überleben. Das überlebe ich. Wenn nicht, ne? Backpfeife. Luisa, gerackt. Luisa, wrecked. Leg Tisch mit mir an. Ja. Komm. Warmax, Zelda, 101. Truhenplätze sind leider voll, ne? Ja. Das ist halt, das ist das Problem. Entweder, ne? Du kannst gut in Clash Royale sein, oder du kannst gut mit deiner Mutter leben zusammen. Ja, ist halt echt so, ja. Wirklich. So, jetzt noch ein Kampf. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wir haben noch genug. Weil ich brauche noch 2 Kronen für Kronentruhe. Wir haben echt noch genug Zeit. Bruder, gucken wir erst, was der macht. Das ist ein Genetz, okay. Japanet. Pass auf, ich mache dann Stichangriff von links, damit rechnet der nämlich nicht. Das ist überfordert. Pass auf, guck dir den an, Alter, der macht so Buildings. Der da. Hat auch einen Stichangriff auf der rechten, ne? Ich muss meine Bogenschützen opfern. Oh, das war. Oh, das war. Aber guck mal, dafür nehme ich. Okay, der nimmt meinen aber auch, ja. Safe auseinander. Weil der hat Alter, der hat richtige gelandet. Production an Monstern. Ja, guck, der macht richtig Buildings da. Alter, der nimmt dich voll auseinander. Ey, ja, diese Kackdinger, ey. Jetzt nimmt der mich auseinander. Ich habe keinen fairen Kampfangriff. Richtig Buildings am Producen ist der High One. Das gibt's gar nicht, ey. Glaubst du, seine Mutter hat Spaß mit ihm oder nicht? Ich weiß nicht. Oder ich muss mir irgendein. Der hat schon wieder so ein Gebäude. Ich muss rechte Seite auf jeden Fall ausstatten. Ach du Scheiße. Guck mal, da kommt Valkyrie. Die nimmt jetzt mal Musketenfrau auseinander. Ja, aber beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Die Musketenfrau kann nämlich. Links kommt Sticher, ne? Scheiße, nein, und ich platziere den Riesen dahin, ich bin so doof, ne? Ich bin Stich. So doof. Stich! Die Sache ist halt, Ritter, ne? Ist halt heftig OP. Guck mal, der Guck macht 300 Schaden. Ja, 300 macht der, mehr sogar. Ne, weniger. Boah, Alter! Übelst aber gegeben. Na, der ist ja aber auch Japanier. Japan oder Chinesier, ich weiß nicht.
Du hast aber auf jeden Fall noch ein Match frei. Ja, ich muss. Das Spiel hast Guck du. Mal hier. Ja. Eine Truhe, eine Krone noch. Krieg ich hin, oder? Ich will's hoffen. Ich muss. Ich brauch die Truhe, Bruderzen. Kannst nicht weiterleben. Ohne geht nicht. Russe. So. Aber gute Themen hier. Was ist das? Was ist das, bitte? Ei. Guck mal. Weißt du so? Du spawnst so Murlocs, ne? Und der spawnt Onyxia direkt. Ja, ist halt echt so. Halt ohne Witz. Ja, genau. Und der hat das gewonnen. Der hat ja meinen Riesen... Riesen habe ich nicht. Weißt du, gleich spawnt er auch noch Deathwing, Arthas und so. Ja, Arthas. Illidan hinterher direkt. Und noch Gul'dan zum Schluss so. Ja. Ja, genau. Jetzt hat der da Valkyrenfrau gemacht. Und weißt du, was du spawnen kannst? Du spawnst Hogger. Ja, Hogger ist aber auch stabiler Kerl, habe ich gehört. So, du musst aber eine Krone bekommen, ne? Bruder, ich krieg gar keine. Jetzt nimmt er den Tau hier unten. Das ist auch so. Kannst du merken, Skelette auch unfairer denn je. Was guck dir den an, Alter. Mit seinem Haiwanesen-Bengel da. Das ist halt safe unfair gerade, das Match, ne? Ich kann eigentlich surrendern, so, das ist eigentlich egal. Dann aber hat du musst noch ja so noch einen komischen Lakaien. Du musst trotzdem noch eine Krone bekommen, Bruder. Guck mal, jetzt hinterlässt er der Bombe. Ja! 700 Damage hat die gemacht. Alter, glaubst du, die hätte mehr gemacht, wäre der näher dran gewesen noch? Ja, ja. Ich denke schon. Wobei der konnte gar nicht näher, der hat doch schon dagegen geboxt, oder? Das heißt, das war Stimmt. das nächste. Alter, 700, ne? Richtig unverschämt. Wann hat er das letzte Mal seine Mom wohl gesehen, Alter? Boah, lange muss her sein, ne? Lange Zeit, Alter. Lange, lange Zeit, Leute. So, jetzt zweimal Elixier. Jetzt will ich mal gerne wissen, was der... Ja, genau. Ein Backpacker muss auf jeden Fall hier sich bewähren. Ja. Genau. Wir haben es ja nicht geschafft, die Krone zu bekommen, ne? Wir haben es nicht geschafft, Bruderzen. Nein! Bruder! Schäme mich. Aber Leute, so ist das manchmal, ne? So ist das. Manchmal leider. Verliert man, manchmal gewinnen die anderen. So ist das. So manchmal ist es verliert man, manchmal gewinnen die anderen, Leute. Aber Leute, ne? Ihr wisst, was tun ist, wenn ihr was gewinnen wollt. Und denkt immer noch daran, wenn wir 10.000 Abos erreichen, gibt es 24 Stunden. Genau, deswegen abonniert fleißig. Ja, und ihr könnt dabei auch noch was gewinnen. Genau. Und wir wollen endlich 24 Stunden wieder live sein, weil genau. wir wollen in den 24 Stunden zum Beispiel bei Overwatch Grandmaster werden. Ja, Minimum. Ja. Weißt du, dann kommt Jens so hinter uns und jedes Mal, wenn wir schlecht spielen, gibt er so einen Bugfight. Ja, von hinten so mit Pfanne. Oder so mit einem Stock, immer so wie die Mönche trainiert werden. Genau. So auf die Finger, so richtig hart, dass die Knochen angebrochen werden. Ja, und dann kann man nicht mehr spielen. Und das wird chillig. Tag! Okay, Leute, wir sehen uns entweder Sonntag oder Mittwoch ab 18 Uhr hier live auf Gaming Maniacs. Alright, tschüss.